Was ist das? Das sollten wir auf jeden Fall anfassen. Halluziniere ich? Nein, irgendwas ist da in diesem Schleimhaufen. Da ist doch irgendwas drin. Das fasse ich nicht einfach so an. Zum Glück haben wir... Ich habe genug ekliges Zeug für eine Nacht getrunken und wieder ausgekotzt. Dann können wir es vielleicht... Das ist gut so, wie es ist. Wir müssen noch herausfinden, was das ist. Besenstiel. Tropft das Wasser von den Wänden. Ja. Der würde nur durch den Schleim ziehen. Okay, Klopapier. Ist immer wichtig, ein bisschen Klopapier dabei zu haben. Und es, wie es sich anhört, feucht ist. Ach. Damit könnte ich den Schleim wegmachen, aber meine Hände kämen näher, als mir lieb ist. Können wir doch bestimmt kombinieren. Das habe ich ohne Ingenieurstudium hinbekommen. Okay, jetzt ganz vorsichtig. Da ist eins von diesen leuchtenden Rechtecken drin. Ach. Ich mag gewaschen. Bewegungsalarm! Bewegungsalarm! Huch. Gesicht nicht erkannt. Fingerabdruck nicht erkannt. Geruch nicht erkannt. Identifizierung erforderlich. Na sicher. Hallo? Test. Test. Stimme nicht erkannt. Raum nicht erkannt. Ortung nicht möglich. Hm. Erklärung. Erklärung. Bist du ein Djinn? Wo soll ich rubbeln? Starte Sicherheitsprotokoll. Bringen Sie mich sofort zurück ins Hauptquartier. Zuwiderhandlung wird verfolgt. Aha. Rede! Sonst stecke ich dich wieder in den Schmodder. Hautkontakt mit dieser Substanz wird nicht empfohlen. Okay, das klingt nachvollziehbar. Okay, was bist du überhaupt für ein Ding? Diese Information ist nur für autorisiertes Personal verfügbar. Sie sind kein autorisiertes Personal. Ich habe meine Autorisierung in der anderen Hose. Und sag ruhig du. Name und Angestelltennummer? Larry Leffer. Nummer... drei? Unbestätigt. Sofortige Rückkehr ins Hauptquartier nötig. Welches Hauptquartier? Prune Incorporated. Prune? Was soll das denn sein? Prune Incorporated ist ein Hardware- und Softwarehersteller, der vor allem für sein revolutionäres P-Phone bekannt ist. Das bin ich. Und für seine vielfältigen Apps wie Tinder, der modernsten und offensten Dating-Software aller Zeiten. Das Hauptquartier von Prune befindet sich in New Lost Wages. Und dorthin willst du zurück? Geoortung nicht möglich. Bitte Aufenthaltsort angeben. Du kommst ins Klo. Sicherheitsalarm. Leite Selbstzerstörung ein. 5, 4... Okay. Langsam, langsam! Hey, meine Güte, bist du empfindlich. Das war ein Witz. 3. Selbstzerstörung angehalten. Bitte gib den derzeitigen Aufenthaltsort an. Nein. 2. Lefties. Selbstzerstörung angehalten. Ich habe Lefties lokalisiert. Ein Unter wird gerufen. Unter was? In 24 Sekunden trifft dein Unterfahrzeug draußen ein. Bitte steig dort ein. Dann bin ich mal gespannt. Ah ja, Unterfahrzeug. Eine Rolle reicht mir. Ach, das Pflaster eingesteckt. Das hilft mir nicht. Die beiden Sachen. Das hilft mir nicht.
die beiden Sachen funktionieren. Okay. Pusterwand. Ach. Fühlt sich feucht an. Widerlich. Ein bisschen Geld mitnehmen. Da ist nichts drin. Okay. Was will ich denn? Bananenspann. Nitratum, Schuss und Soße. Ich muss erst Geld einwerfen. War es nicht die Soße, die Rick and Morty erwähnt hier wird? Steht, wollt ihr ein schön Produkt ergattern, muss eine Golddublone durchs Getriebe rattern. Dollar nimmt die Maschine wohl nicht an. Aha. Da ist nichts drin. Okay. Ich muss erst Geld einwerben. Okay. Okay, dann kommen wir vielleicht nochmal vorbei. Genug. Okay, das hatten wir schon. Ich glaube, mit dir sind schon alle Dialoge durchgegangen. Bis später. Kann ich dir helfen, Larry? Also... Bis später, Lefty. Wir gehen mal nach draußen. Lass uns von dem Unter. Rechteck? Ja? Warum heißen die Taxis jetzt Unter? Und warum hat es kein Taxischild? Suche Taxi. Information gefunden. Taxis sind eine antike Fortbewegungsmethode, die durch hochmoderne Unterwagen ersetzt wurden. Unter ist eine Tochtergesellschaft der Prune Incorporated. Natürlich. Muss ich nicht dem Fahrer sagen, wohin es geht? Das weiß er schon. Woher? Ich habe es ihm gesagt. Du hast doch gar nicht mit ihm gesprochen. Ich habe es ihm auf sein Smartphone geschickt. Smart was? Sein leuchtendes Rechteck. Ach so. Das ist Magie, oder? Nein. Wie heißt du eigentlich? Ich habe keinen Namen. Jeder hat einen Namen. Du kannst dir einen aussuchen. Oh, dann. Kim, Cindy, Madonna. Kim? Auswahl gespeichert. Wie heißt du eigentlich? Ich habe keinen Namen. Jeder hat einen Namen. Du kannst dir einen aussuchen. Oh, dann. Kim? Auswahl gespeichert. Kannst du mir mehr darüber sagen, was in den letzten Jahrzehnten alles passiert ist? Ich muss es nicht sagen. Ich kann es dir zeigen. Soll ich das tun? Gern. Starte Videorückblick. Oh je. Ah, der gute Ronald. Was wohl aus dem geworden ist? Oh. A sample payment. Und dann? Aber Crazy Bunch. Genau das hätte ich auch. Das sind die Trampolzen. In diesem Spiel. Oh, das ist neu. Was, der? Der Heiner. Und dann und der Kevin. Das alles zu verdauen wird einige Zeit brauchen. Okay, das reicht. Sind wir bald da? Wir erreichen gleich unser Ziel. Verdammt, ich habe gar kein Geld, um die Fahrt zu bezahlen. Sie ist schon bezahlt. Hast du es auf sein Smartphone geschickt? Genau. Jetzt fantastisch. Mal, das ist doch Magie. Leisure Suit Larry. Mit Dreams Don't Dry. Was ist das denn für ein Gebäude? Das Hauptquartier von Prune Incorporated. So viel konnte ich mir schon zusammenreiben. Dir ist aber schon klar, dass das Ding eher nach einem Pen... BJ hat das Gebäude persönlich entworfen und er nimmt Kritik sehr persönlich. Bitte vermeiden. Ich mag auch einen BJ. BJ. Bill Jobs. Der CEO von Prune. Mein Erfinder. Mein Herr und Gebieter.
Das Zentrum meines Universums. Der hellste Stern am Himmel der Technologiekonzerne. Der intelligenteste. Du bist ein Fan. Verstehe schon. Bring mich schnell zu ihm. Und niemand anders darf mich sehen. Ich bin ein streng geheimer Prototyp. Jetzt mach nicht so einen Stress. Du hast im Lefties in einem Haufen Glimmer gesteckt. Das ist nicht gerade streng geheim. Ich weiß selbst nicht, wie ich dorthin gekommen bin. Schätzchen, dir geht es wie mir. Wo soll ich dich hinbringen? Nach oben in das Skyloft. Dort ist BJs Büro. Das Skyloft. Aha. Hier könnte man einen Flyer anbringen. Posterwand. Einen Flyer anbringen. Der ist noch gut. Eine Posterwand. Na dann rein dort. Hält Getränke warm. Was ist besser als kein Dollar? Ein Dollar. Eine Viertel-Dollar-Münze. Es sieht etwas gebraucht aus, scheint aber noch zu kleben. Die Frau aus dem leuchtenden Rechteck. Ich darf sie niemandem zeigen. Von dem Zeug habe ich genug. Nie wieder. Der Kaugummi ist steinhart. Damit der wieder weich und klebrig wird, braucht es jemanden mit einem besonders kräftigen Kiefer und entsprechender Beißkraft. Doch vielleicht kann man ihn ein bisschen aufweichen. Barbarenbräu hat nicht genug Biss, um dieses Kaugummi aufzuweichen. Aha. Spitze Teile, wie es sich gehört. Kurz und dünn, wie mein Bleistift. Oh Gott. Unbestätigt. Sofortige Rückkehr ins Hauptquartier nötig. Nach oben in das Skyloft. Dort ist BJs Büro. Ah ja. Alles ist hier so futuristisch, aber die Kameras wirken sogar auf mich veraltet. Warum nur? Weil es Retro-Kameras sind. Sehen Sie die Zukunft schon heute? Danke, so geht's mir schon den ganzen Tag. Unbestätigt. Sofortige Rückkehr ins Hauptquartier nötig. Nach oben in das Skyloft. Dort ist BJs Büro. Können wir mit er denen mal reden? Er guckt, als seine Gedanken woanders. Er guckt, als hätte er überhaupt keine Gedanken. Hallo, könnt ihr... Und dann? Dann habe ich sie komplett enthüllt. Und dann? Dann habe ich den Ständer rausgeholt. Und dann, und dann, und dann? Dann habe ich sie auf den Ständer gesetzt. Ganz langsam. Oh... Ich musste sie mit beiden Händen packen und immer tiefer drücken. Oh Mann. Ich hoffe, ich kann mir auch bald so eine teure Soundanlage leisten. Hat die Soundanlage auch gute Hupen? Das hier ist ein Fachgespräch zwischen Audiophilen. Ich dachte, das ist mittlerweile legal? Larry Leffer. Ich habe hier so ein Ding, das mich zutextet. Das will hier irgendwo nach oben zu einem BJ. Was für ein Ding? Moment, ich habe doch gesagt, dass mich... Das hier. Niemand sehen darf. Ist das ein... Das ist doch... Das neue Modell. Der geheime Prototyp. Es ist wunderschön. Vielen Dank für die Blumen. Und jetzt steck mich wieder weg, bevor der Sabba auf mich... Okay, zu spät. Woher... Woher hast du... Wie... Wollt ihr es mal anfassen? Ja. Das dürfen wir nicht. Nur ganz kurz. Ein seltsames Geschick, dass wir so viel Angst und Zweifel erdulden, wegen so eines kleinen Dings. Ruhe jetzt. Er soll mich in die Chefetage bringen. Und kein Wort zu irgendwem. Ja, Herrin. Okay, schnell. Da hinten ist der Lift. Hier hast du eine Zugangskarte zur einmaligen Benutzung. Und steck den Prototypen wieder weg. Ja. Worauf wartest du noch? Du kannst mit der Zugangskarte den Aufzug nur einmal benutzen. Das ist die falsche Stimme. Dafür braucht man wohl eine Zugangskarte. Zum Glück haben wir eine.
Das ist eine einzige Katastrophe. Wie konnte das passieren? Wir untersuchen noch alles. Aber wir haben das Notsignal empfangen und der Prototyp ist auf dem Weg hierher. Wer hat ihn? Das ist noch unbekannt. Ich will wissen, wer dafür verantwortlich ist. Ich werde ihn hochkant feuern, auf Schadensersatz verklagen. BJ. Und wenn das nochmal passiert, werde ich den ganzen Laden dicht machen. BJ. Was? Ganz ruhig. Der Prototyp ist auf dem Weg hierher. Alles ist für die Präsentation vorbereitet. Es sind nur noch die letzten technischen Details zu klären. Wir sind im Plan. Ja, du hast recht. Ich sollte mich darauf konzentrieren. Ja. Hast du den Prototypen? Oh, ich bin Name. Wie ist dein Larry? Was? Der Prototyp. Pronto! Entschuldige ihn. Er steht gerade etwas unter Druck. Ich bin Faith. Das ist, wie du sicher weißt, BJ. Larry. Larry Leffer. Es ist mir eine Freude, dich kennenzulernen, Larry. Es wäre mir eine Freude, wenn du endlich das Ding rausholst. Okay. Aber ich muss dich warnen. Er ist ganz schön groß. Stimmt gar nicht. Ich bin das dünnste Modell aller Zeiten. Ach so, du meinst dieses Gerät, das nicht die Klappe hält. Was ist das überhaupt für ein quatschendes Ding? Das ist unser P-Phone. Hast du etwa keins? Nein. Wofür sollte ich so ein Gerät brauchen, das mich die ganze Zeit komisch anlabert? Nun, es ist ein Mobiltelefon. Ein Musikspieler, ein revolutionäres Kommunikationsgerät. Verstehst du? Es sind nicht drei Geräte, es ist ein Gerät. Es ist also auch noch schizophren? Irgendwann werde ich euch alle töten. Was? Nichts. Was ist das nochmal für ein Kerl? Du kennst ihn nicht? Nein. Unter welchem Stein hast du gelebt? Genau genommen, unter der Straße. Also, das ist Bill Jobs, der legendäre Gründer und CEO von Prune Incorporated. Und ein Genie. Und natürlich ein Genie. Natürlich. Kann ich dieses Ding für ein Date mit dir eintauschen? Haha, sehr witzig. Moment, du meinst das ernst? Ich weiß, Frauen sind von meiner rauen sexuellen Ausstrahlung im ersten Moment etwas überfordert. Ja, ich fühle mich tatsächlich ein wenig überfordert. Keine Sorge, das vergeht. Hoffentlich. Kannst du mich jetzt endlich erlösen? Ah, danke. Endlich wieder in vertrauten Händen. Wir müssen den Prototypen durchchecken. Unsere leitende Ingenieurin muss ihn neu kalibrieren. Und dass mir sowas nie wieder passiert. Sonst hat das Konsequenzen. Also, was unser Date angeht... Du bist jedenfalls hartnäckig. Oh, ich bin besonders hartnäckig. Oh Gott. Larry, ich habe keine Zeit für Verabredungen. Deswegen treffe ich mich nur über Timber. Timber? Die Dating-App, die wir hier bei Prune entwickeln. Die App, die das Liebesleben aller Menschen revolutioniert hat. Ach, die? Natürlich. Tolle App. Hab direkt zwei davon gekauft. Und nimm's nicht persönlich. Ich glaube nicht, dass dein Profil dort genug Punkte hat. Unter 90 Punkten nehme ich keine Anfrage an. Was für ein Profil. Ich habe einen perfekten Score bei Safe Space Invaders. Nun, ich bin beeindruckt. Du hast dir sowieso einen Finderlohn verdient, Larry. Hier, ein Gutschein für ein P-Phone. Den kannst du direkt unten im Laden einlösen. Dann kannst du dir auch Timber installieren. Und wenn ich da 90 Punkte habe, gehst du mit mir aus. Aber natürlich, Larry. 90 Punkte in Timber sind für einen Kerl wie dich doch ein Klacks. Geh nicht weg. Das wird nicht lange dauern. Oh, schrecklich verschluckt. Wo ist dieser jämmerliche Typ denn ausgebuddelt worden? Das wird im nächsten Streams unsere große Mission. Ich habe hier einen Gutschein für so ein Dings. Zeig mal hier. Ja, sieht gut aus. Gib ihm eins. Da,
ein brandneues P-Phone. Danke. Auch wenn ich gehört habe, dass sehr bald ein neues Modell erscheint. Spätzünder. Freigeschaltet. Alter. Und wie schalte ich es ein? Den Knopf gedrückt halten. Okay. Herzlich willkommen zu Ihrem neuen P-Phone. Danke, dass Sie sich für ein Produkt von Prune entschieden haben. Keine Ursache, Kleine. Wie läuft's denn so? Nennen Sie bitte Ihren Namen. Du findest mich im Telefonbuch unter Sexiest Man Alive. Eintrag nicht gefunden. Bitte korrekten Namen nennen. Larry Leffer. Registriere Larry Leffer. Einrichtung abgeschlossen. Und wofür braucht man so ein Ding? Für alles. Wie, für alles? Du bist echt von gestern, oder? Naja. Ist in diesem Teil auch so eine Frau drin? Oh, wenn du möchtest, sind da ganz viele Frauen drin. Das Ding muss ja mehrere Megabyte Speicher haben. Also, dann zeig mir mal, wie das Ding bedient wird. Wie, das weißt du nicht? Ich will nur sicher gehen, dass ihr wisst, wie es geht. Aber natürlich, Larry. Wir helfen dir gern. Angeschaltet hast du's ja. Und du hast dich auch als Benutzer angelegt. Wisch drüber. Ich hab keinen Putzlappen dabei. Nein. Über das Display wischen. Mit dem Finger. Wofür sind die hübschen kleinen Bildchen? Das sind Apps. Was? Ups? Apps. Programme. Ach so. Und wie tippe ich bei denen was ein? Stellt du sich musst ja die Tastatur aufrufen. Aber da ist doch gar keine an dem Ding. Die erscheint auch auf dem Bildschirm. Aber der ist doch viel zu klein. Keine Angst, das wird mit den nächsten Generationen immer größer. Ich glaube, jetzt habe ich alles verstanden. Das bezweifle ich. Wie funktioniert die Frau da drin? Du musst sie aufrufen. Huhu! So doch nicht. Du musst Hallo Pi sagen. Hallo, Süße. So doch nicht. Du musst Hallo Pi sagen. Ausziehen. So doch nicht. Du musst ja, Hallo gut, ich Pi mach's sagen. Schon. Hallo Pi. Ja, Larry? Erzählen wir einen Witz. Ja. Fragt der Kellner, haben Sie Barsch bestellt? Antwortet der Kunde, nein, höflich. Alexa, erzähl einen Witz. Das musste sein. Viel Spaß, liebe Zuschauer. Alexa, spiel Musik von... Scheiße, mir fällt kein Name ein. Ich kann das nicht. Den verstehe ich nicht. Kann das Ding auch Telespiele? Nur wenn du auch Lootboxen kaufen willst. Was? Erkläre ich dir, wenn du mir $800 bezahlst. Niemals. Dann ist das sowieso nichts für dich. Okay, eine wichtige Sache noch. Faith sagte, dass ich Punkte in etwas namens Timber sammeln soll. Kennt ihr das? Wenn du da ankommen willst, brauchst du ein verdammt gutes Profil. Zum Glück verstehen wir was davon, nicht wahr? So sieht die aus. Wir können dir helfen, ein Profil aufzusetzen, das die Frau nur so anzieht. Super. Allerdings machen wir das nicht bei jedem und brauchen erstmal von dir einen Beweis, dass du ein guter Aufreißer bist. Gut. Wo geht es in eine dunkle Gasse? Nein, sowas doch nicht. Ich hätte gern weiches Toilettenpapier. Die hier bei Prune kaufen nur das Billigste und das kratzt so.
Ich hab doch Neurodermitis und Acne vulgaris am... Fehlt mir ein Wissen. Du weißt schon. Und was willst du? Was? Hast du keine an? Die von einem Mädchen. Aber eine gebrauchte. Oh Mann. Ja, natürlich. Hey, nicht wie du denkst. Ist es doch nicht für mich oder so. Aber wenn du das beschaffen kannst, wissen wir, dass du ein echt geiler Aufreißer bist. Also, ihr wollt... Toilettenpapier, aber es muss weich sein. Ein Unterhöschen, aber gebraucht muss es sein. Geht klar. Völlig normale Sachen, die man in jedem Auto braucht. Ah ja. Mit U können wir es einen Unter bestellen. Ah, Schnellreise. Wir können nur zu Lefties zurück. Das können wir noch nicht. Ein Unter kann nur auf der Straße gerufen werden. Natürlich. Lass mir das Bild aufgucken. Beziehungsweise Video. Das kennen wir schon. Na dann, raus mit uns. Zurück bei Lefties. Hey Lefty. Was gibt's, Aaron? Das WLAN eiert wieder rum. Mal up, mal down. So kann ich nicht arbeiten. Techniker ist informiert. Und wann kommt der Techniker? Kann nicht mehr lange dauern. Mach ihm Feuer unterm Hintern. Ich habe für heute eine Show angekündigt. Eine Show. Kann ich dir helfen, Larry? Also... Wer war denn der luftig gekleidete Rotschopf? Wer? Aaron? Die hat das Zimmer oben angemietet. Und was macht sie da oben? Das weiß ich nicht so genau. Und das geht mich auch nichts an. Irgendwas mit diesem Internet. Ach, dieses Neuland. Was ist ein WLAN? Das Funkinternet. Ich hätte mir doch nicht dieses Sondermodell von einem Router aufschwätzen lassen. Wurde angepriesen als WLAN-Router mit integriertem Home-Entertainment-System. Aber die Musik kratzt und die Verbindung ist flatterhaft. Aha. Ist das Internet sowas wie das ARPANET? Ich sag einfach mal ja. Da werden die Kommis nicht mithalten können, wenn wir sogar schon ein besseres Netz haben. Da sage ich auch einfach mal ja. Warum hatte Aaron so wenig an? Im Internet hat kaum jemand was an. Also, habe ich gehört. Ich sollte mir auch ein Internet anschauen. Du hast doch eins. Das Smartphone. Psst, ermutige ihn nicht noch. Oh. Aha. Schnell die Hose anziehen. Warum hatte Aaron so wenig an? Im Internet hat kaum jemand was an. Also, habe ich gehört. Ich sollte mir auch ein Internet anschaffen. Du hast doch eins. Das Smartphone. Psst, ermutige ihn nicht noch. Oh. Aha. Lass uns über was anderes reden. Was gibt's sonst noch? Was macht Aaron da oben? Das weiß ich nicht so genau. Und das geht mir irgendwas. Das hatten wir schon. Lass uns über was an. Was gibt's sonst noch? Wie läuft dein Barbarenbräu? Ein paar Leute haben über Magenschmerzen geklagt. Unter anderem Larry. Was? Wirklich? Und jetzt sind auch noch die Rohre kaputt gegangen. Ich verstehe was vom Rohre verlegen. Ah, das wäre großartig. Hier hast du den Schlüssel fürs Hinterzimmer. Aber sei leise. Oben drüber wohnt Aaron.
Sie möchte nicht gestört werden. Ich kann auch leise Rohre verlegen. Du musst den Braukessel wieder in Gang bringen, den Hebel nach unten stellen, Larry, dann das Ventil drehen und den Hebel wieder nach oben stellen. Allerdings müsste man erst das Rohr reparieren. Da hat sich wohl irgendwas durchgeätzt. Was das wohl war? Wie soll ich deine Brauerei reparieren? Du musst den Braukessel wieder in Gang bringen, den Hebel nach unten stellen, dann das Ventil drehen und den Hebel wieder nach oben stellen. Allerdings müsste man erst das Rohr reparieren. Was das wohl war? Hast du vielleicht ein Zimmer frei? Ja, das Zimmer oben. Aber Erin belegt es gerade. Sie wollte eigentlich nur zur Zwischenmiete hier sein, aber jetzt ist sie schon einige Zeit da. Wenn sie auszieht, könnte ich also rein? Nur wenn du bezahlen kannst. Vielleicht kann ich die Miete abarbeiten? Wenn du damit meinst, dass du mir bei der Reparatur der Brauerei helfen willst, dann haben wir einen Deal. Was kannst du mir noch über diese neue Welt? Ich glaube... Bis später, Lefty.